Und jetzt her mit der Kohle. Hey, hier sie in Blau! Hilfe! Hallo Freunde und herzlich willkommen zum Donnerstag. Verstehst du? Heute nutzen wir die Donnerstagsfolge einfach mal wieder, um ein Schwerpunktthema aufzugreifen, was mir sehr am Herzen liegt. Okay, fangen wir aus gegebenen anders mal anders an. Während der Comic-Con in San Diego kam es beinahe zu einem tragischen Zwischenfall, bei dem eine junge Frau versucht hat, sich vom Balkon in den Tod zu stürzen. Frisch vom Freund verlassen, tierischen Alkoholrausch, ist immer eine spaßige Kombi. Amos Carver, Greg Sargent und Scott Schechter. Die wahrscheinlich amerikanischsten Names ever. Drei Stuntmänner aus dem Film Kick-Ass 2 standen auf der Straßenseite gegenüber dem Hotel und reagierten sofort. Rüber, hoch, rein ins Zimmer und bam! Sie konnten die junge Frau kurzerhand sichern und daran hindern, vom Balkon zu springen. Als sie die dann endlich fixiert und wieder über die Brüstung gehievt haben, konnte die junge Frau nach Zeugenaussagen in ihrem Delirium nichts anderes mehr, als sich ständig wimmernd zu entschuldigen. I'm so sorry! I'm so sorry! Gut, zugeben, alles andere ist auch wahrscheinlich echt schwierig zugeschnürt wie ein Paket und mit 3 Promille im Turm. Cheers! Buddy. Dieses bekannteste, aktuellste Beispiel von fuck, wir müssen irgendwas machen, lass mal die Alte retten, Hashtag Instahelp, bringt uns zu einem US-Trend, nein, nicht Kinder erschießen ihre Familienangehörigen, sondern einen, den ich echt richtig, richtig krass feiere. Immer mehr Real-Life-Superhelden finden sich, natürlich auch außerhalb der USA, die dann heldenhaft und gut getarnt den Zivilcourage-Gedanken auf ihre ganz eigene Art und Weise leben. Tja, an der Stelle und einfach nur, weil ich es saugeil finde, finde ich es wird Zeit, dass ich euch einige von denen mal vorstelle. Phoenix Jones zum Beispiel, der bewaffnet mit Elektroschockstab, Pfefferspray-Kanone und Schutzweste durch die Straßen von Seattle tingelt, um Verbrecher ausfindig zu machen und denen, naja, die Scheiße aus dem Leib zu prügeln. Tja, recht umstrittener Bursche das, vor allen Dingen als ehemaliger Cagefighter. Dennoch, seine Ambition, dass er sich auf, ja, Kriminelle beschränkt, wenn es darum geht, irgendwelche Leute zu vermöbeln, puh. Dann gibt's ja noch Terrifica, die in New York durch die Clubs streift, um betrunkene Frauen vor sexuellen Übergriffen zu bewahren. Es gibt Master Legend, der hilft älteren Menschen bei Haus- und Heimwerkerarbeiten und verteilt Wasser an Obdachlose. Außerdem hat er nach eigenen Angaben zufolge keine Angst davor, Köpfe platzen zu lassen, wenn's hart auf hart kommt. Bitches. Supergay zum Beispiel. Haha, gay! Du, der heißt so. Supergay! Danke, Frodo. Tja, der kommt aus Mexiko, hilft da den Opfern schwulenfeindlicher Gewalttaten und unterstützt beratend Eltern homosexueller Kinder. Und ich habe mir sagen lassen, er ist Präsident Putins Lieblings-Superhero. Death Sad Moth. Etwas unglückliche Namenswahl. Aber Death Sad Moth patrouilliert wie ein Schatten der Rechtschaffenheit durch Virginia. Auf der Suche nach wiederum gesuchten Verbrechern und Gewalttätern, die er dann zur Strecke bauen kann mit seinen Batman-mäßig selbstgebauten Waffen wie dem Motherang. Du bist mein Mann. Du bist Death. Der Urban Avenger hat nicht nur einen geilen Namen und die mit Abstand irgendwie coolste Maske. Nein, er streift außerdem durch San Diego, sammelt Müll ein, streift durch die Straßen und recycelt. Und er entfernt rechtsradikale oder anstößige Graffiti von saugefährlichen Gegenden, wie beispielsweise U-Bahn-Gängen, hohen Brücken und Gedöns. Vielleicht nicht das spektakulärste, aber er sieht saucool aus und macht einen geilen Job. Keiner will irgendwo ein Heil-Spasti-Graffiti in seiner Nähe haben. Da kann man echt froh sein, wenn einer kommt und das entfernt. Nice Source. Und dann haben wir da noch Captain Floyd. Er startet sein eigenes Superhelden-Squad und wartet noch auf die finanziellen Mittel der Wayne Enterprise, um sich tolles High-End-Batman-Zeug kaufen zu können, um das Böse auf der Welt zu vernichten. Oh, was für ein geheimer Hero. Ja, es gibt überall auf der Welt und in Amerika noch viel, viel mehr von denen und ich feiere diesen Mut und diese Courage auf jeden Fall total. Natürlich sind einige ziemlich umstritten, da sie selbst Gewalt anwenden, um wiederum Gewalttäter zur Strecke zu bringen, dieses Feuer-mit-Feuer-Prinzip. Aber echt, wenn beispielsweise diese Gewalt nur der Verteidigung vor irgendeinem Ausrasten denn, was weiß ich, wer gewaltiger dient oder so, dann who cares? Gib ihm hart. Was haltet ihr davon? Ist euch das Thema Zivilcourage gänzlich wichtig? Wisst ihr eigentlich, wie man sich in so Gefahrensituationen richtig verhält? Ihr wisst schon, das Ganze auf sich aufmerksam machen, Leute direkt ansprechen, so ey, oh, sie da mit dem Cap und dem schwarzen Shirt, ich brauche ihre Hilfe oder machen sie dit und dit oder bla, hast du nicht gesehen, well, Hilfe, Feuer, Polizei. Tja, so ist das. Verratet mir doch mal, ob ihr eingreifen würdet, wenn es drauf ankommt und haut mir ein auf sie mit Gebrüll in die Comments. Oder sagt ihr, boah, nee, ist mir irgendwie zu heiß, nachher kriege ich selber noch auf die Fresse, dann haut mir doch mal bitte ein mir zu heiß in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch eine Begründung dazu schreibt, sodass wir in den Comments mal richtig geil darüber diskutieren können. Und um das ein bisschen anzukurbeln, auch mal meine Frage, was wäre eure Lieblings-Superkraft, die ihr am liebsten hättet, wenn ihr euch eine aussuchen könntet? Unsichtbarkeit, Laseraugen. Ich persönlich würde, wenn ich es mir aussuchen könnte, mich dazu entscheiden, die Zeit anhalten zu können, ohne dabei selbst weiter zu altern. Damit könnte man nicht nur eine Menge Gutes machen, oder halt auch irgendwie eine Menge Scheiße bauen. Vielleicht wäre ich auch ein echt guter Super-Villain. Auf jeden Fall würde ich dann nicht mehr von dem Gefühl geplagt werden, ständig auf der Welt irgendwie irgendwas irgendwo zu verpassen. Wäre schon sehr, sehr geil. Lasst mir eure Meinung, eure Wünsche, eure Vorstellungen in den Comments da. Ihr wisst schon, Comments. Da unten, da.
So, Dudes und Dudins, das war's von mir für diesen Donnerstag. Wir sehen uns am Montag schon wieder. Wenn ihr die Folge interessant fandet und euch gut amüsiert habt, lasst mir eine heldenhaft gen Himmel gerichtete Dauminierung da. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Macht's gut. Tüdehutgas sagt euer Bodyslam-Man. Woo!